was das natürlich aushält nach der Rennstrecke. Ne? Das ist ganz was anderes, das ist absolut puristisch, sportlich. So, wir sind jetzt mal schnell auf 30 Meter Höhe raufgefahren. So nah am Abgrund mit dieser Mulde rückwärts. Die soll jetzt Radlager fahren. Wie kauft man sowas? Geht man da in eBay Kleinanzeigen und sagt, ich möchte ein Sportbuch kaufen? Oder? Ja, Spaß kostet Geld. Also falls wer dabei ist, der was das gerne haben möchte und mal Geld gibt, bitte, kommt zu mir. Harry, jetzt erzähl mir, was treibst du denn da? Was ist das? Also, das da ist zum Enduro-Fahren. Und beim Enduro-Fahren zieht man sich halt ab und zu solche Sachen zu. Was ist da passiert? Ja, da haben wir uns da einen Mittelfingerknochen abgebrochen. Scheiße. Aber in zwei Wochen darf man schon wieder angreifen am Bananenring. Ehrlich? Ja, da geht es um die internationale österreichische Meisterschaft und da werden wir bei EDA Racing. Aber das schaut nicht so aus, wenn du in zwei Wochen Motorrad fahren darfst. Naja, wir probieren es zumindest. Ja, und bist du da Enduro gefahren oder? Nein, das war am Erzberg. Ah, am Erzberg, ja. Okay. Am Erzberg darf ich ab und zu Enduro Guide spielen und da ist mir dann eine Kleinigkeit passiert, da habe ich meinen Mittelfingerknochen abgebrochen. Scheiße. Ja, super. Und was treibst du da? Was ist das? Erzähl mal. Das ist ein Quarzbergbau. Das ist mein Steinbruch. Und da bauen wir Quarz ab. Quarz braucht man für die Industrie, für die Regulierung von der Schlacken, für Hütten. Und was haben wir da? Fläche? Das schaut ja riesig aus. Ne? Also von der Weiden schaut das so klar aus. Aber wenn man jetzt direkt davor steht, ist es eigentlich riesig. Was ist das Fläche ungefähr? Das sind ca. 5 Hektar da, wo wir abbauen dürfen. Radlager fahren. Ja, freilich, unbedingt. Ja, genau. Aber du musst mir erklären, wie das geht. Das ist kein Problem. Halt einmal die Kamera, oder? So, Matthias. Also, was muss ich machen? Jetzt steigst du mal auf das Pedal da links. Ja, das, genau. Ja. Ja, das ist die Bremsen. Okay. Und da drüben, das mit dem roten Knopf. Das sind die Handbremsen. Ja. Ja, den löst einmal. Wenn ich jetzt die Bremse auslasse, dann fahren wir schon retour. Dann fahren wir schon retour, ja. Und da fahren wir mal schön vorsichtig. Hast du Überblick genug? Ja, ich glaube schon. Ja, Spiegel hast du auch? Ja, Spiegel habe ich auch. Wie geht's das auf einem Stresslevel her? Meine Schweißperlen auf der Stirn, glaube ich. Ist das so, wie wenn man sie in Brünn auf der Anzugkurve ganz einfach um 15 Meter spät bremst? Oder? Ja, ein bisschen schlimmer. So, und jetzt machen wir ihn aus. Und dessen haben wir da einen Start Schlüssel auf der rechten Seite. Also ohne Reibung einfach. Und rast ab. That's it. Boah, ich hab's geschafft. Der Matthias fährt mit dir. Okay. Oh. Passt wieder. Okay. Ganz schön eng, oder? So, du führst uns jetzt quasi da auf, wo der Bagger oben steht, oder? Ja, genau. Ja, das schaut auf der Kamera schaut das gar nicht so hoch aus, aber es ist schon hoch. Gell? Ja, jede Etage ist 10 bis 11 Meter hoch. Das heißt, wir haben 3 Etagen? Ja. Das heißt, das sind 30 Meter? Ja, genau. Die Abbauwerden ist noch und eigentlich die fertige ist eigentlich so breit, dass du sagen kannst, so breit wie die Maschine ist links noch 1 Meter und rechts 1 Meter. Das ist dann die fertige Breite eigentlich. Aber das heißt, du musst dann schon genau fahren, dass du da nicht runterfällst quasi? Nein, du musst ja nichts. Also du musst jetzt rückwärts rauffahren da, oder? Ja. Scheiße! So, wir sind jetzt mal schnell auf 30 Meter Höhe raufgefahren. So nah am Abgrund mit dieser Mulde rückwärts. Da brauchst du schon ein Händchen und vor allem ein gutes Gefühl. Und der bockert jetzt den ganzen Auswurf von der Sprengung, das ist wirklich sprengt, in die Mulde rein und dann wird es gesiebt. Das ist auf jeden Fall ein riesiges Arenal. Ja. Das müssen wir uns also oben anschauen mit der Drohne. Das ist echt krass. Dieser Chefmechaniker vom Harry? Ja, bin ich, ja.
leide sehr drunter. Ne? Darf auch ab und zu in die frische Luft aussehen. Entweder ist er Samstag, Sonntag auf der Rennstrecke oder sonst im Keller. Ja, quasi in meiner zweiten Heimat, ne? Im Keller. Mir geht es einfach nur prächtig. Ja, aber du hast doch einen verantwortungsvollen Job. Ich meine, da geht es ja um sein Leben irgendwo, wenn er da mit 300 km/h über die Stadt Ziel fährt. Muss ich da jetzt ehrlich was sagen? Ja. Nein, er wechselt einfach in Luftfilter nicht so mitgängen, die Motorrad meckert die 300. Es liegt eh nur am Anwender. Ne? Ja, ja, das ist so. Es liegt am Moped, liegt es eh nie, dass er zu langsam ist. Ja, ne? Ja, vor allem, weil theoretisch mit den Mopeds, die, wo er fährt, müssen da eigentlich so 4 Sekunden schneller sein. Absolut, aber das liegt nicht mehr am Anwender. Das ist schön. Ich persönlich glaube, dass ich ein bisschen stick bin. Ja, ja, ich würde schon nicht sagen. Aber es trockt auf, aber weiß macht schlank. Ja, ja, ja. Mit dem Gips jetzt dazu, das unterstreicht das ein bisschen. Ja. Also. Ja, geil, schaut auf jeden Fall lässig aus. Harry, sag mal ein bisschen, was hast du denn da alles drin? Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Da haben wir eine schöne 96er SPS. Ja. Mit 10.000 Kilometer. Dann haben wir da ein ZXR, Kawasaki ZXR 750. Das ist ein 89er Baujahr. Hat der Jürgen am Samstag, Sonntag, immer wenn er im Keller war, schön restauriert. Das ist seine Wochenendbeschäftigung. Ja. Dann die Supermoto. Mit der habe ich die noch nie fahren sehen, mit der Supermoto. Ja, die habe ich noch nicht so lange. Achso, deswegen. Und das natürlich ist mein Lieblingsgerät, der R3. Ja. Wirklich, ein R3 ist ein perfektes Trainingsgerät. Ja. Wo fährst du mit der? Red Bull Ring gibt es im Infeld seit neuestem. Eine Strecke Wöllersdorf in Spanien habe ich es mitgehabt, also das ist wirklich ein viel gebrauchtes und tolles Motorrad. Okay. Und was ist mit der so, was ist da so toll dran? Dass es wurscht ist, wenn es hinfällt? Oder? Erstens einmal das, und das funktioniert immer. Man hat absolut super Gefühl für das Motorrad. Gell? Das Fahrwerk, das Motorrad arbeitet so schön. Also wirklich, wirklich super. Man kann super Körperposition trainieren mit dem. Perfekt für mich. Okay. Dann haben wir da noch eine 1198 SB, signiert vom Andi Meckler. Vom Andi Meckler? Ja. Jetzt auch. Ja. Und dann geht es da weiter. Das ist ein 1198er. Mit dem fahre ich ab und zu auf der Rennstrecke. Aber die haben noch nie fahren sind damit. Ja, selten. Ja. Aber ab und zu ist das richtig lustig und dann nehme ich es mit und dann fahren wir halt. Ist damit nicht die Uli gefahren, der Freundin? Ja, nein, der ist mit einer 848er gefahren. Ah, okay. Mhm. Dann haben wir ein IMR von Spanien, ein 12 Zoll Minibike mit einem Daytona Motor. Ist wirklich ein tolles Fahrzeug zum Trainieren auch. Mhm. Und dann geht es weiter da. Das ist der Uli, ihr V4, Standard V4. Funktioniert sehr gut. Und habt ihr die Gabel Standard lassen? Alles Standard. Alles Standard. Also wir haben das ABS-Vektor von der Bremsen. Bremse Standard, Vorwerk Standard, und einen Auspuff auch für Rennverkleidung, Fußrastenanlage. Mhm. Bist du gefahren damit auch selber? Ja. Was würdest du an der normalen V4 jetzt dann für dein Level verändern, damit es besser wäre? Einfach das Fahrwerk. Das Fahrwerk, ja. Ja, genau. Das heißt, man hat ein super Gefühl für das Motorrad mit dem Fahrwerk, aber wenn man härter bremsen will, ist es einfach zu weich. Mhm. Ja, Spaß kostet Geld. Ja, ist so. Das ist so, ja. Und hinter mir, das ist ganz was Tolles. Das ist eine nachgebaute, originale Superbike. F18 hat das geheißen, also die letzte 2-Zylinder Superbike mit Auspuffanlage, Tank, Heck, also das ist wirklich alles oben, was original in der Superbike gefahren ist. Die Verkleidung zum Beispiel hat der Melandri damals noch, ist also original Melandri-Verkleidung. Gobel passt nicht, das passt nicht zu dem Baujahr. Die habe ich momentan da drüben irgendwo mit umliegen. Aber sonst ist alles Superbike. Magnete, Marelli, Auspuffanlage, Schwingen. Also da haben wir sehr viel Zeit und Mühen investiert in das Motorrad. Und es ist
absolut unglaublich geil zum Fahren. Was ist der größte Unterschied jetzt von dem Superbike, so wie sie hier steht, zum Beispiel jetzt hier Serien V4? Der signifikanteste Unterschied, wenn du jetzt, sag ich mal, beide Motorräder nicht kennen würdest und würdest auch mit der V4 fahren und drei Turns später würdest du mit dem Superbike fahren, was wäre das, was du am allermeisten erkennen würdest? Also, das sind verschiedene Motorräder, das ist ganz was anderes, das ist absolut puristisch, sportlich, fällt in die Kurven leicht rein, das ist einfach ein Racebike, ein absolutes Racebike, und das ist mit so einem Standardbike jetzt dann irrsinnig schwer zum Vergleichen. Darfst du dann sagen, dass was ist leichter zum Fahren? Standard. Weil, Standard, ja? Ja. Ja, bin ich auch der Meinung, ja. Ich habe das mitgekriegt, wie ich die EWC von Yard gefahren bin, das EWC-Motorrad, und habe mir gedacht, so im Brünn, ne, jetzt mit dem EWC-Bike, jetzt bist du 3 Sekunden schneller. Ja. Ich war 2 Sekunden langsamer. Aber nicht, weil das Motorrad schlecht wäre, sondern weil das Motorrad meiner Meinung nach viel mehr Punch und Druck braucht hat, damit es überhaupt dahin gefahren ist, wohin wollt. Wo das standardorientierte Motorrad viel, sag ich jetzt mal, naja, gutmütiger war. Ja, genau. Kann man das da auch so beurteilen? Ja, genau. Okay. Aber ich glaube, dass man, wenn man die Möglichkeit hat, solche Motorräder zum Fahren, dass es immer wichtig ist, dass das individuell auf einen anpasst wird. Ja. Also es ist schwierig mit einem Setup für einen richtigen Rennfahrer, mit dem Motorrad, wo du gefahren bist, einfach zu nehmen und sagen, okay, das funktioniert jetzt für mich auch perfekt. Ich glaube, da ist die Erwartungshaltung für die Leute einfach zu hoch. Zu hoch, ja. Absolut. Kann ich hundertprozentig bestätigen. Ja. Ist so. Aber du bist mit der aber auch ordentlich gefahren. Also das war jetzt nicht so, dass du den nicht bewegt hast, sondern du bist schon damit unterwegs gewesen vorher, oder? Ja, ja. Also am Red Bull Ring bin ich mit den 32er, 33er Zeiten gefahren. Ja. Und also jetzt dann nicht auf letzte Rille, aber zum Beispiel das Motorrad mit dem V2, mit dem alten V2 Motor, das geht also mit den neuen, mit den modernen V4Rs, heute mit den alten Motorrad von der Motorleistung noch mit. Ja. Also das ist überhaupt kein Problem. Okay. Obwohl das jetzt nicht die High-End-Ausbaustufe ist von Motor. Sonst wäre es revisionstechnisch nicht bezahlbar wahrscheinlich. Nicht bezahlbar hundertprozentig, aber es ist wirklich nervig, den Motorbau alle 1800 bis 2000 Kilometer zum Außerholen. Speziell bei Ducati heißt das einmal Motor ausbauen, ist komplett im Motorrad zu legen. Ja. Weil das Motorrad, der Motor ist ja eigentlich das Motorrad. Ist Motorrad, genau. Es ist alles auf dem Motor aufgebaut. Ja. Okay, cool. Und ist das ein Privatauto, oder? Ja. S500. S500, mit dem fahren wir auf die Rennstrecken. Und da wohnst du und schlafst du drin und fährst auf die Rennstrecken? Ja, genau. Quasi. Ja, das können wir uns anschauen. Kann man auf Zeiten legen, sonst spreche ich dazu. Hey, hast du da Maler da drin, oder? Nein, nein. Oder Folie? Achso, nein, das haben wir nur beim wegen Dreck zusammen. Ach so. Ja, jetzt ist gleich wieder auf. Das heißt, das ist die Ducati Couch. Ja. Hast du die extra rot machen lassen wegen Ducati, oder also, war die schon rot? Also zum Glück war das alles schon so, wie es ist. Inklusive dem? Nein, das war, das hast du einer gekannt, oder? Das Foto von Noah Detwiller haben wir da einer gekannt. Also, ja. Mit dem waren wir in Spanien unterwegs, kurz. Okay. Ja, was ist alles da? Küche, Schlafzimmer? Ja. Küche. Da haben wir ein Schlafzimmer. Das ist ein vollwertiges Schlafzimmer, ne? Ja. Mit Fernseher natürlich, ist eh klar. Sehr klar. Heilige Maria. Und da haben wir die Dusche, Waschmaschine. Da kommt das warme Wasser her. Geil. Staubsauger. Und man darf jetzt aber nicht vergessen, da hinten raus ist ja noch für Werkstatt und Motorradtransport. Genau. Ne? Ja. Also wenn man da rinsteht, dann kann man meinen, das ist ja schon eine ganze Auflieger. Nein, da haben wir noch ein bisschen Platz. Ja, aber es fühlt sich schon so groß an. Ja, es wird eh oft knapp. Also mit dem Motorrad transportieren wird es oft knapp. Ja.
danke. Ja, ich habe ja nur eine Hand. Ah, du hast ja auch noch eine. Und da stehen dann die Motorräder. Aber hast du was rausgenommen? Da waren dann eine Werkbänke, oder? Ja, die haben wir heuer rausgenommen. Ah, so. Das war mehr Platz. Und da ist quasi das Bad dahinter? Genau. Und da einen Haufen Batterien inklusive Ladegerät? Ja, genau, dass man noch da ab und zu unterwegs stehen bleiben kann, dass wir autark sind. Ja. Und da dann die Toilette? Genau. Das ist die Toilette. Ein paar Reifen und alles, was man so braucht. Reserveverkleidungen, Reifenmontiermaschine, ein bisschen Werkzeug und Ersatzteile. Ja. Das ist quasi komplett autark für die Rennstrecke gerüstet. Ja. Eine Weltreise wird wahrscheinlich schwierig damit. Nein, ne? Das will man nicht machen. Aber ja. Eine Reise durch Europa von Rennstrecke zu Rennstrecke ist genau das Richtige. Ja, genau. Ja. Das können wir machen. Ja. Ist überhaupt kein Thema. Ja, geil.